Soll deine Show gelingen, musst du ein Liedchen singen, wie wir die Beinchen schwingen. Rolf passte eigentlich in jeden Blumenstrauß. Der war ein Mensch, der alle sofort einnahm. Du musst die Zähnchen zeigen, zum Optimismus neigen, dann ist so ein Ringelreigen gar kein Problem. Er machte den Mund auf oder guckte oder und dann war er auf einmal da und jeder sagte, Mann, das ist ein Schicker. Es läuft doch alles wie geschmiert. Der Rolf sieht eben auch so aus, wenn man ihn sieht, dann lächelt man schon. Der war ein ganz, sagte man immer, ein ganz toller Liebhaber und ein Frauenverkoster. Es läuft doch alles wie geschmiert, siehst du wohl, wenn man es gut organisiert. Darum sag niemals, das hätte mich nix. Nein, nein, mit ein paar Tricks. Oho, geht es ganz nix. Na klar. Ein Mensch, der immer müde war. Wenn er nach Magdeburg kam, musste er erst mal schlafen. Rolf Oskar Ewald Günther Herricht, geboren am 5. Oktober 1927 in Magdeburg, war in den 60ern und 70ern der vielleicht populärste Schauspieler der DDR. Einer der produktivsten war er auf jeden Fall. Tausende Vorstellungen auf den Theater- und Operettenbühnen in Frankfurt oder Magdeburg und Berlin. Mehr als 20 Rollen in DEFA-Filmen, darunter die größten Kassenschlager der DDR. Insgesamt mehr als 350 Produktionen fürs Fernsehen und fast 2 Jahrzehnte Sketche mit Hans-Joachim Preil, live und omnipräsent im Osten. Wie hält ein Mensch sowas aus? Auf dieser Bühne im ehemaligen Metropoltheater sollte 1981 Rolf Herrichts Leben plötzlich enden. Kollegen wie Herbert Köfer kannten ihn nicht nur als vitalen Possenreißer. Wenn ich zur Probe oder zur Aufnahme kam oder wenn wir uns mal privat getroffen haben, dass er, wenn er kam, gleich sagte, Bruder, ich habe solchen Appetit auf eine Kopfschmerztablette. Das ist sein Humor gewesen. Man lachte drüber. Aber er meint es ernst, weil er wirklich Kopfschmerzen hatte. Er hatte eigentlich immer Kopfschmerzen. Munter, immer etwas aufgekratzt, so erlebten ihn die Zuschauer. Dabei war Rolf Herricht ein ruhiger, etwas scheuer Junge, aufgewachsen in einer kleinbürgerlichen Familie in Magdeburg. Sein Vater war Schriftleiter bei einer Zeitung und Rolf das Nesthäkchen. Die Schauspielerin Margitta Lüder-Preil, dritte Ehefrau von Hans-Joachim Preil, hat die Familie Herricht noch kennengelernt. Rolf stammt aus einem ganz normalen Haushalt in Magdeburg. Also ganz normal groß geworden mit einer Schwester und Mutti und vielen Tieren und vielen Pflanzen. Und also ganz, ganz bescheiden und ja, eigentlich normal. Ein ganz normaler Haushalt. Die tiefe Zäsur bringt der Krieg. Rolf wird schwer krank. Er leidet an Diphtherie, einer Mangelerkrankung, typisch für die letzten Kriegsmonate. Aber er hat Glück, die Ärzte retten ihm gleich zweimal das Leben. Sie heilen seine Krankheit und behalten ihn im Krankenhaus, obwohl er eigentlich gesund ist. Irgendwie war er dem Personal ans Herz gewachsen. Rolf muss nicht in den Krieg. Seine Klassenkameraden sterben an der Front. Der DEFA-Regisseur Roland Oehme kennt die Wirkung dieses Menschen aus gemeinsamer Arbeit. Ich glaube, dass die Figur allein, die der Rolf Herricht abgibt, dieser schmale, ein bisschen in die Anzüge gedrängte, gezwängte Kerl, dass diese einfache, schmale Figur schon von Haus aus a priori sympathisch war. Magdeburg 1950. Die deutsche Kultur steht wieder auf. Das im Krieg beschädigte Theater wird wieder eröffnet.
Rolf Herricht hat eine Schauspielausbildung absolviert. Erste Engagements findet er in der Altmark und es gibt auch schon eine Autogrammkarte. Aber Herricht möchte näher ran an seine Heimatstadt. Als Anfänger hat er in Magdeburg kaum eine Chance. Und so bewirbt er sich in Bernburg. Dort trifft er auf den Oberspielleiter Hans-Joachim Preil. Der führt mit ihm ein Bewerbungsgespräch. Schauspieler wollen Sie? Ja, will ich werden. Ja. Denn ernst ist das Leben, heiter die Kunst. Aha. Ist Ihnen schlecht? Ist Gallenstein. Was ist das? Gallenstein. Wallenstein. Ja, oder so. Sieh da, Tomaten-Theo. Bitte was? Sieh da, Timotheus, nicht Tomaten-Theo. Das ist der Bruder, Herr Preil, das ist der Bruder. Aber, Herr Preil, Octavio, da steht ihr nun als entstaubtes Lamm. Da steht ihr ein entlaubter Stamm. Oder so. Menschenskind noch mal. Die Kleinigkeit, das ist doch was. Sag's mal, Sie wollen also nur Schauspieler werden? Ja, Schauspieler, so ein richtiger Künstler, so ein Geschaffter, so. Ha, so ein. Was? So. Herr Preil. Was ist los? Wer hat denn das Licht ausgemacht? Dann nimmst du den Finger weg, Mensch. Aus dem Engagement in Bernburg wird nichts. Herricht muss erst mal weiter weg. In Frankfurt-Oder schafft er es ins Ensemble. Hier lernt er seine Christa kennen. Hier kauft er sich einen Roller, mit dem er regelmäßig nach Magdeburg tuckert. Hinten drauf manchmal eine Frau, aber immer einen vollen Koffer. Seine Nichte Dagmar Herricht erinnert sich. Da hatte er ja immer nur ein Zimmer. Mehr hatte er ja nicht zur Verfügung. Und wenn er da mit mehreren in einer Wohnung, wie das so kurz nach 45 war, hauste, da war an Wäsche nicht zu denken. Da brachte er auch seine schmutzige Wäsche mit und Oma musste die Wäsche waschen. Und nächstes Mal, da wurden dann die Koffer ausgetauscht irgendwie. Magdeburg 1957. Das Theater der Bezirksstadt hat ein neues Ensemblemitglied, Rolf Herricht. Hier spielt er vorwiegend in der zweiten Reihe, den Sid in Huckleberry Finn, aber auch den jugendlichen Liebhaber. Immer öfter steht er mit adretten Kolleginnen auf der Bühne. Gelegentlich wird es auch etwas ernster, der Glasenapp im Biberpelz. So wäre es vielleicht ewig weitergegangen, wenn da nicht Hans-Joachim Preil gewesen wäre. Der Regisseur macht aus dem Bewerbungsgespräch einen Sketch für die Betriebsfeier. Also passen Sie auf, ich heiße Emil und Sie heißen Franz. Jawohl. Wie heiße ich? Sie heißen jetzt Franz. Nee, Herr Preil, also jetzt irren Sie sich. Ich heiße Rolf, aber schon lange. Moment, jetzt heißen Sie Franz. Ich heiße Franz? Jetzt heißen Sie Franz. Statten Franz Herricht, ab heute der Wilders. Nicht der Wilders. Also ist klar, ja? Klar, Sie heißen Franz und ich heiße Emil und ich habe eine Geliebte. Ja. Oh. Was jetzt? Ja, Herr Preil, was sagt denn Ihre Frau dazu? Na, meine Frau sagt gar nichts mehr. Mein Gott, wir improvisieren doch. Sie sollen doch meine Geliebte nur annehmen. Oh ja, ist sie hübsch? Da hat Preil gesagt, du, der Rolf, der hat was. Der war ja ein sehr guter Regisseur, der Preil. Und da sagt er, der Rolf, der hat was, der hat was so im ganzen Gehabe. Ist er so einmalig. Ich schreibe mal was. Und da sollte das eigentlich nur so eine einmalige Sache sein. Und daraus hat sich das entwickelt. Schon 1961 kommen beide damit ins Fernsehen. Als Dreierkonferenz mit Annemarie Brodhagen fängt es an. Was bleibt, ist Herricht und Preil. Sie werden zur Marke. Ich brauche eine Tanzszene aus einer Operette. Bitte machen Sie mir vor. Bitte, ich habe einen guten Vorschlag. Vielleicht etwas von Suppe. Bitte was? Von Franz von Suppe. Kennen Sie wieder nicht, was? Kennen Sie wieder nicht. Franz von Suppe heißt der Komponist, ja? Wie Sie wollen. Bitte, Sie sind Dichter? Wie Sie denken, Herr Preil. Ich würde sagen, wir lassen da jemanden auftreten. Unser Ballet, das kommt heraus. Unser was? Unser Ballet. Unser Ballet? Wieso unser Ballet? Unser Ballett. Ballett? Ja, Ballett. Das Ballett spricht sich Ballett. Ja, Ballett. Ja. Buffett. Nicht Buffett. Buffett spricht sich Buffet. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Damit das ET hinten wird wie E gesprochen, ja? Et wird wie E gesprochen. Et wird wie E gesprochen. Ja, ist recht, in besonderen Fällen, natürlich. Ja? Das sind Kostüme für das Ballett, ja? Aha. Ja? Wie finden Sie die? Ich meine, gefallen sie Ihnen? Nee.
Was gefallen Ihnen nicht? Sehr nee. Was heißt denn sehr nee? Na, ich meine nett, aber Sie haben ja gesagt, Ed wird wie eh ausgesprochen. Also bitte, was soll das, Menschenskind? Und die Leute waren verrückt, was Breil alles schreiben konnte und wie Rolf das umsetzte. Und wie er sich auch immer empörte und dann auch sagte, aber Herr Breil. Und das ging ja dann aufgrund der Schallplatten und der vielen Fernsehsendungen. In vielen Familien, wenn irgendwas war, sagte man, aber Herr Breil. Es war so ein Slogan. Jetzt gehen Sie also ran an die Mücke, ja, greifen vorsichtig zu und nehmen die Mücke. Und zwar zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand. Aber vorsichtig. Und jetzt greifen Sie zur Flasche mit dem Mückentötolin. Eine Flasche ist das. Die öffnen Sie und dann haben Sie diese Spritze. Um Gottes Willen, was haben Sie denn da? Die wird dazu geliefert. Na Moment mal, das ist ja eine Injektionsspritze. Ja, für Insekten, jawohl. Und dann nehmen Sie also so, 50 Kubikzentimeter, die... Was, Moment mal, 50? Na, können auch mehr nehmen, umso garantierter ist die Wirkung, nicht wahr? Also jetzt nehmen Sie das und jetzt spritzen Sie die Mücke. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Aha, na, bin ich gespannt. Auf einmal wird der Mücke schlecht. Was wird? Er bereitete alles vor. Man sagte eigentlich, er hakte den Teppich und Rolf schritt dann drüber mit seiner Bauernschleue. Stolperte ein paar Mal oder so. Aber er war immer der Gewinner. Aber das wollte Breil. Das war das Gesetz. So sieht Erfolg aus. Die Autos werden größer, die Frauen hübscher. Doch für Herricht und seine Christa kommt es noch besser. Er wird angestellt beim Fernsehen. Von Magdeburg geht's nach Berlin, in die Hauptstadt. Weiter kann man es kaum bringen in der DDR. Die Stasi sichert sich schon mal seinen Personalbogen. Man will Bescheid wissen über diesen Aufsteiger aus der Provinz, den die Frauen so mögen und der jetzt dauernd im Fernsehen singt. Haben Sie schon gehört, dass es Frauen geben soll, die unseren Rolf Herricht völlig aus der Fassung bringen? Ich werde mal sehen, ob ich auch dazu gehöre. Wenn Sie mich so ansehen, dann ist es wirklich aus. Plötzlich kann ich nicht mehr weiter und ich krieg kein Wort mehr raus. Darum hat mir der Arzt empfohlen, holen Sie mal richtig Luft. Sehen Sie, jetzt geht es schon viel, viel besser, weil dann meine Hemmung glatt verpufft. So wird man Fernsehliebling. Der Junge aus Magdeburg ist jetzt ganz oben angekommen. Doch Erfolg beim Publikum war in der DDR immer auch gefährlich. Wer beliebter ist als die Partei und Staatsführung, macht sich verdächtig. Man lächelt ihm ins Gesicht und schickt ihm die Spitzel nach Hause. I.M. Doris wusste nach einem privaten Besuch Unerhörtes zu berichten. Zu seiner politischen Haltung kann man sagen, dass er alle politischen Dinge meidet und sich einbildet, schön unpolitisch zu sein. Aber Herricht ist nicht nur für die Stasi von Interesse, auch die Fanpost kommt, säckeweise. Rolf, das Fluchttier, fühlt sich überfordert. Es war ihm eigentlich manchmal ein bisschen zu viel. Gelitten vielleicht, weiß ich nicht, aber es war ihm zu viel. Er wollte das alles nicht. Er wollte keine Fotos und Interviews und sowas alles. Das wollte er alles gar nicht. In Magdeburg zum Beispiel, weiß ich, da hat er regelrecht Verkleidung gemacht. Ja. Bart angeklebt, Hut aufgesetzt, damit die Leute ihn nicht dauernd ansprechen. Ja. Kompanie, raustreten zum Morgenappell! Es war ein DEFA-Film, der Rolf Herrich noch populärer machte. Der Reserveheld, die NVA-Klamotte. Was machen Sie denn da, Genosse? Das Bett, Genosse Unteroffizier. So, das Bett. Jawohl. Aber Sie dürfen nicht denken, dass es schon fertig ist. Nein. Aber ich krieg's schon noch hin. Gestern habe ich es ja auch geschafft. Und wie, Genosse Unteroffizier? Machen Sie das Bett. Die Geschichte: Herrich ist ein bekannter Schauspieler, der als Reservist eingezogen wird und bei der NVA den Dienstplan durcheinander bringt. Seine Schwägiaden mit Preil ließen ihn wohl als Idealbesetzung für diesen Film erscheinen. Und tatsächlich, das Publikum strömte in die Kinos. Doch schon bald beschweren sich die Militärs. Über uns darf man sich doch gar nicht lustig machen. Ein Missverständnis. Denn der Film ist in Wahrheit ein Propagandastreifen für die NVA. Veralbert wird der unbeholfene Künstler im Reservistenwehrdienst. Ich zeig sie nochmal, Genosse. Aus Schweig Herricht wurde in diesem Film ein Hampelmann. Die Zuschauer nahmen es ihm nicht übel. Haben Sie das begriffen, Genosse Horrecht? Ja. Ja, natürlich, Genosse Unteroffizier.
So. Ja, schon gut. Er wollte eigentlich immer ernst genommen werden. Es hat ihn gestört, wenn die Leute mit den dümmsten Fragen ihn manchmal belästigten. Also die kamen und sagten, Herr, lachen Sie auch, wenn Sie sich im Fernsehen sehen? Und er antwortete dann meistens, nee, ich weine dann. Ja. Die Staatsmacht dem Publikum anzudienen. Diese Rolle hatte Herricht schon mit der geliebten Weißen Maus perfekt ausgefüllt. Folgerichtig kam das Angebot, fest ins Ensemble der DEFA zu wechseln. Hatte er insgeheim die Furcht, der Gendarme von Babelsberg zu werden? Er versetzt sich lieber selbst in die Reserve und geht zur heiteren Muse. Rolf hat es gereicht. Er war ja ein wunderbarer Buffo. Er hat ja am Metropol gespielt. Er hat gesungen, getanzt und er war im festen Engagement am Metropol. Also das hat ihm gereicht. Und abends hatte er seine Vorstellung, hatten seine ganzen Mädels um ihn rum. Oh, Rolf und so. Prima. April 1965. Kiss Me Kate am Metropoltheater in Berlin. Es ist Herrichts erste Premiere im Haus an der Friedrichstraße. Die aktuelle Kamera berichtet. Kiss Me Kate im Berliner Metropoltheater. Ein zum ersten Mal in der DDR aufgeführtes Musical von dem Amerikaner Cole Porter. Ein heiterer Spaß, zu dem vor allem auch die beiden Ganoven, gespielt von Rudi Schiemann und Rolf Herricht, beitragen. Oh, was denn nun also wieder? So sieht ein Theater von innen aus. Hast du denn noch nie ein Theater gesehen? Theater kenne ich, habe ich jeden Abend mit meiner Alten. Ach, ich meine doch richtiges Theater. Ach so. Kiss Me Kate. 16 Jahre später soll ihm ausgerechnet dieses Musical zum Schicksal werden. Etwa Mitte der 60er Jahre erfüllt sich Rolf Herricht einen Traum. Er kauft ein Wassergrundstück bei Großköris, etwa eine Autostunde südlich von Berlin. Dieses Häuschen wird das zweite Zuhause für den prominenten DDR-Bürger. Rolf Herrichts Rückzugsort. Seine Nachbarin erinnert sich auch nach über 30 Jahren noch gern an ihn. Was bei den Leuten halt so hängen bleibt. Er war bescheiden. Er war wirklich bescheiden. Er war den ganzen Sommer hier. Und da unter dieser Birke hat er immer gesessen und hat seine Rollen gelernt. Ja, mit dem Stempeln in der Post. Da, das ja. Das kann ich mich noch erinnern, ja. Mit Preil. Der hatte das große Grundstück und die hatten damals eine Außentoilette. Und die Außentoilette war voller Auszeichnung von ihm. Hing alles ringsrum in der Holztoilette. Fand ich großartig. Andere hängen sich ins Wohnzimmer. Er hatte das dort. Nur wenige hatten das Privileg, auf Herrichts Außentoilette an seinen Erfolgen teilzuhaben. Mit Preil ist er Boot gefahren. Helge Hahnemann hörten die Nachbarn schon von Weitem. Und Frank Schöbel brachte Aurora und die Kinder mit. Ansonsten blieb man in der Siedlung unter sich. Und damit waren eher die Nachbarn gemeint als die Kollegen. Herrichts private Menschenscheu, seine Reserviertheit waren Legende. Ich war ein einziges Mal da und da habe ich ihn eigentlich auch überrumpelt. Eingeladen hatte er mich gar nicht, nicht. Aber ich bin hingefahren, weil er Geburtstag hatte und wollte ihn überraschen. Ich weiß bis heute nicht, ob er die Überraschung gut fand. Er ließ es nicht zu, dass man zu dicht an ihn herankam. Freundschaften hat er gepflegt, aber er hat sie sehr lange beobachtet, bevor es sie wirklich entstehen ließ. Da bleiben wir ganz ruhig. Also zuerst war es da, dann war es weg, dann war es wieder da, nicht? Der Einzige, der rückhaltlos sein Freund wurde, das war Kollege Gerd E. Schäfer. Die beiden hatten sich bei einem DEFA-Dreh kennengelernt und sofort blendend verstanden.
So konnte man sich gegenseitig die Wunden lecken, als dieser Film, die Gaunerkomödie Hände hoch oder ich schieße, 1966 von der Zensur verboten wurde. Alexander G. Schäfer, der Sohn, erinnert sich. Was so diese Politik oder das Eingesperrtsein betraf, das war natürlich, und die Freiheit, auch die künstlerische Freiheit, da war er sehr verbittert. Und die Zensur, war im Metropoltheater, selbst bei manchen Operetten und so wurde zensiert, wenn er mal gerne mal so einen Joke machen wollte, wurde alles gestrichen. Und das hat ihn natürlich verbittert. An manchen Fernsehproduktionen, die einfach sang- und klanglos verschwanden oder im zweiten DDR-Fernsehen dann um 23 Uhr gesendet wurden, das hat ihn selbst als Komiker natürlich sehr verärgert. Dass er als Komödiant in der DDR immer mehr gegen die Wand spielt, das wird er gespürt haben. Aber 1967 heiratet er seine Christa und nichts hat ihn so glücklich gemacht wie die Geburt seiner Tochter Dana 1968. Fortan war er stolzer Vater und seiner Familie verpflichtet. Egal, wie platt die Witze in den Drehbüchern wurden. Er hat mitunter mächtig geschimpft, so ein Mist, was ich da wieder an Texten gekriegt habe oder so, das ist schon vorgekommen, ja. Aber dass er den Menschen das ins Gesicht gesagt hat, das hat er nicht, weil er feige war, sondern weil er einfach ein höflicher Mensch war, ja. Da hat er das dann versucht, so ein bisschen ins Ironische zu verkleiden, ironisch auszudrücken, dass das doch nicht so gelungen ist, der Text, ja. Zeit, Mann, Zeit. Herricht ist immer noch ein Star und es gibt auch gute Rollen. Die DEFA-Komödie Der Mann, der nach der Oma kam, wird auch durch ihn zum Kassenschlager. Herricht spielt den vom Alltag überforderten Fernsehmenschen Günther Piesold. Er vermochte dieser Figur trotz des allgegenwärtigen Slapsticks Charakter zu geben. Regisseur Roland Oehme entdeckt noch etwas Neues an seinem Schauspieler. Tag, Gudrun. Gudrun! Küss dich, Günther, wie war's? Dass der Nachdenkliche, der Vorsichtige, der über seinen Beruf und das Leben nachdenkende Mensch Rolf Herricht, dass der ein anderer war als der mit Preil im Zug eine Eisenbahnfahrt spielt. Papi, was ist denn? Bist du schon wieder weg? Nein. Ja. Da. Aber du musst doch ins Bettchen gehen, Dani. Oh. Ein Kessel Buntes von 1977. Der letzte Live-Auftritt von Herricht und Preil im DDR-Fernsehen. Längst ist das Verhältnis der beiden Spaßmacher zerrüttet. Der Zug fährt schon. Na, warum sitzen Sie denn nicht still? Geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich sitze auf einer Achse hier. Ach, Quatsch, Mensch! Die gemeinsamen Fahrten zu Live-Auftritten kreuz und quer durch den Osten, sie sind Geschichte. Und wenn man jeden Tag miteinander, diese haben ja gearbeitet miteinander, also 3-4 Veranstaltungen am Tag gemacht und immer mit einem Auto gefahren. Und dann übertreibt der Hans-Joachim Preil und schickt er mal dahin, mal dahin, mal dahin. Und sie kam ja auch in die Jahre. Und dann, man möchte ja nicht mehr mit Ende 40, Mitte 40 dann immer hin und her geschickt werden. Und er hatte auch so ein bisschen so eine manchmal komische Allüren, der Hans-Joachim Preil. Und so, ja, mein Lieber, mach mal so. Und passte dann nicht immer. Und ja, und so war das natürlich immer ein Thema. Das Zerwürfnis mit dem kongenialen Partner ist nur eines von Herrichts Problemen in den späten 70ern. Es läuft nicht mehr für den Sunny Boy. Er hat Herzprobleme, wohl eine Spätfolge der Diphtherieerkrankung. Außerdem hat ihn die Staatsmacht auf dem Kieker. Er lässt sich bei einem Devisenvergehen erwischen. Die IM schnüffeln wieder, ob es da etwas gibt. Nur da ist nichts. Herricht gibt nie etwas preis, nicht über sich und auch nie über andere. Ein anständiger Mensch resigniert nicht, er stürzt sich in die Arbeit und spielt alles runter, wo lustig draufsteht. Before Reloaded. Immer gesagt, ich werde nicht alt.
Deshalb muss ich ganz viel arbeiten, damit ich Geld schaffe, damit meine Familie versorgt ist. Ich werde bestimmt mal einen Herzinfarkt erleiden. Also es war so wie so eine Vorahnung. Natürlich nimmt man die nicht so wahr, weil man sagt, hey, Mensch, Rolf, du bist doch so ein junger Kerl. Es ist wieder die DEFA, die ihn aus der Reserve lockt. Der Baulöwe von 1980, die Geschichte eines prominenten Unterhaltungskünstlers, der beim Hausbau verzweifelt. Das wird seine Paraderolle. Der Film ist mutig, nimmt er doch mit unerhörter Deutlichkeit die Mangelwirtschaft aufs Korn. So, bitte? Wir bräuchten da Verschiedenes. Ingrid. Zement und Kalk? Im Moment nicht. Und Steine aller Art? Die großen und Ziegel? Ja, genau die. Sind im Moment schwer zu haben, Herr Keul. Na, das wird doch wohl zu machen sein. Jeden Morgen nachfragen. Also, meine Gute, Sie kennen mich, dann wissen Sie genau, dass ich aus Berlin komme. Wenn Sie die Güte hätten, mich zu benachrichtigen. Das geht doch nicht, Herr Keul. Wir versorgen nur den hiesigen Bevölkerungsbedarf. Bis Berlin noch 153 Kilometer. Die Komödie, die heute noch Zuschauerrekorde bricht, war damals ein Wagnis. Nicht nur wegen der kritischen Töne. Franziska Trögner spielte Herrichs Filmtochter. Heute ist dieser Baulöwe ja nun irgendwie so ein Kultfilm geworden. Und damals war das aber so, als wir das gedreht haben, man hatte nicht so recht Zutrauen zu dem Drehbuch. Und Herrichs hatte wahrscheinlich auch Angst durch den sehr erfolgreichen Reserveheld, dass das nicht so ranreichen wird. Und hat viel immer noch dazu gespielt an Gags, manchmal vielleicht auch ein bisschen äußerlichen Gags. Und das ganze Ding ist auch im Kino zu der damaligen Zeit nicht gut gelaufen. Herricht war auch sehr traurig darüber. Dass selbst solche gewagten Projekte wie der Baulöwe nicht fruchten, das muss den Erfolgsmenschen Rolf Herricht gründlich gewurmt haben. Ein paar Monate nach der Premiere des Films wird er beim Intendanten des Metropol vorstellig. Er möchte kürzer treten, vielleicht sogar in Rente gehen. Die Kollegen halten das für einen Scherz. Ja. 23. August 1981. Am Metropoltheater läuft wieder mal Kiss Me, Kate. Die Vorstellung ist fast vorbei, als Rolf Herricht plötzlich in den Armen seines Duettpartners zusammenbricht. Man legt ihn vorsichtig an die Bühnenseite, sodass die Zuschauer ihn nicht sehen, und spielt zu Ende. Erst danach merken alle voller Entsetzen, dass der Rolf tot ist. Herbert Köfer ist im Urlaub. Spät an diesem Abend ruft ihn eine Kollegin an. Ich habe erst Sekunden geschwiegen und die Frau Matt, die mich angerufen hatte vom Fernsehen aus, die sagte immer wieder, Herbert, der Rolf, du wusstest es noch nicht. Ich sagte, nein, ich erfahre es jetzt von dir. Rolf ist gestorben. Das war nicht sein Wunsch. Nun auf der Bühne zu sterben, ja. Vor allen Leuten, vor allen Dingen. Ja, das muss nicht sein. Und ich glaube, auch für die Zuschauer war das nicht so angenehm, ja. Die haben wahrscheinlich gedacht, der macht einen Spaß, ja. Aber das war kein Spaß. Bei uns ist natürlich Halbmast geflaggt worden. Also, ich kann mich auch heute, geht auch, wenn ich so dran denke, geht wirklich noch so ein Schauer. Mir da über den Rücken. Es waren alle erschüttert, eigentlich. Das ganze Land war traurig, dass Rolf nicht mehr da war. Und Rolf war immer Gesprächsthema. Im Herzen tat's immer weh. Soll deine Show gelingen, musst du ein Liedchen singen, wie wir die Beinchen schwingen. Du musst die Zähnchen zeigen, zum Optimismus neigen, dann ist so ein Ringelreigen gar kein Problem. Siehst du wohl, siehst du wohl. Es läuft doch alles wie geschmiert. Siehst du wohl, wenn man es gut organisiert. Darum der Klima-